So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 direkt im Kampf. Ja, ich habe euch den Ladebildschirm mal erspart, den ersten wenigstens, und bin direkt hier aufs Dach gegangen. War ja in der letzten Folge angekündigt, also meh. Wir kommen schon klar. Aber, okay, das scheint hier wohl alles auch noch dazu zu gehören, diese ganze Stadt hier. Wir scheinen aber Hilfe von der stählernden Bruderschaft zu kriegen, was ich ganz angenehm finde, muss ich sagen. Und wir können dann von hier oben einfach nur ein bisschen helfend mit agieren. Ja gut, Nick, aber in dem Falle, also die Sins, die sind ja noch schlechter dran als du, da muss man ja mal ganz klar so sagen. Das sind aber nicht mehr, also das hier ist jetzt zum Beispiel nicht dieser erste Sin, das ist schon so ein halber Mensch-Sin, ne? Der sieht noch nicht ganz aus wie ein Mensch, ja gut, jetzt sowieso nicht mehr, aber auch gerade war so ein halber Mensch quasi. Ja, also ich muss sagen, dafür, dass wir so wichtig für die Railroad sind, bringen die uns echt immer in enorme Schwierigkeiten. Ob das immer so sein muss. Die lassen echt keine Möglichkeit aus, um uns richtig auf die Nüsse zu gehen. Da muss man ja mal ganz klar sagen, das ist nicht korrekt. Okay, Zielsensoren. Ich scheiße auf deine Zielsensoren. Ich würde aber gerne den Synth finden, den ich gerade erledigt habe. Der hat bestimmt schöne, leckere Fusionszellen. Hier können wir ein bisschen Klingenkorn abbauen. Na gut, das kann uns vielleicht mal irgendwann behilflich sein. Wer schießt auf uns? Ja, der Ritter der Bruderschaft. Nee, der ist es nicht. Ey, ja, hau mal ab mit dir. Weg mit dir, du Sau. Ja, Schlag. Oh, dass ich das nicht getroffen habe, ist nicht normal. So. Gut, die Bruderschaft ist uns gutartig gesinnt. Wir sehen, das ist eine Menge wert. Also die übernehmen hier doch schon eine ganz beträchtliche Arbeit jetzt, die wir sonst gehabt hätten. Lass mich mal gucken. Wir waren doch da oben drauf und der hat sich doch hier irgendwo, der scheiß Synth, der müsste doch hier irgendwo liegen. Ey. Boah, das ärgert mich immer, wenn ich tote Gegner nicht wiederfinde. Die Luft ist rein, denke ich, ja. Wenn ich ein Roboter wäre, dann würde ich auch große Sprüche sagen, aber hier, bei mir geht es noch ein bisschen was, mein lieber Niki. Nein, ich mache nur Spaß, Nick, du weißt das. Du gehörst dazu. Wenn ich Gänsehaut bekommen könnte, dann an einem Ort wie dem hier. Okay, University Credit Union Terminal. Okay, das hier wird das Terminal sein. Nick? Nick, guck mal. Hey, ich bin ganz Ohr. Du kümmer dich mal darum, sieh bitte. Mal, was du tun kannst. Ich schaue mich währenddessen eine Etage höher um. Oh, hier ist ein Synthläufer. Sieh mal an. Das war zwar trotzdem nicht der, den ich getötet habe, aber immerhin. Was haben wir hier? Ein Terminal des Bürgermeisters. Da könnte man normalerweise gleich auch mal reingucken. Das Terminal unten ist gehackt, das habe ich gehört, am Bling und am Bingo. So, alles klar, dann schauen wir mal erstmal hier rein oder schauen wir mal erstmal hier raus, besser gesagt. Gucken wir mal. Okay, okay. So, hier sind ein paar Fusionszellen versteckt, jetzt gucken wir mal hier. Was versteckt der Bürgermeister? Protokolle der Stadtratssitzung. Oh, ja. Nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Mailtransfer, das wollte ich doch immer schon mal hier gucken. Tut uns leid, Marker, das Institut. Nee, also. Also, ne, da tue ich mir nicht an. Also, wenn ihr wisst, dass durch irgendwelche Terminals spezielle Nebenquests freigeschaltet werden, dann schreibt gerne in die Kommentare. Das werde ich dann natürlich machen und annehmen. Aber so viel Zeit möchte ich dann wirklich auch nicht verplempern. Nur durch Lesen. Das ist, glaube ich, auch euch dann ein bisschen zu langweilig. Außer ihr wollt, dann natürlich mache ich's, klar. Aber ich gehe mal eher nicht davon aus. So, Fusionszellen. Silvias Holoband, das sollten wir uns mal direkt anhören.
Ansonsten werden wir es vergessen. Inventar. Diverses. Silvias Holoband. S. So, SY. Also ziemlich weit hinten wahrscheinlich. Silvias Holoband. Anhören. Es ist mir egal, was Bird sagt, Silvia. Die Leute haben ein Recht darauf zu erfahren, in welcher Gefahr sie sich befinden. Die jungen Leute halten das Institut vielleicht für eine Gruselgeschichte. Aber du bist doch alt genug, um dich noch an die Angriffe erinnern zu können. Ich weiß, das Mädchen tut dir leid. Aber sie ist an allem schuld. Und sie und ihr Vater müssen sich dafür verantworten. Wenn wir dem Institut geben, was es will, oder auch nur das Mädchen, dann lassen sie uns vielleicht in Ruhe. Das wär's. Gut. Ja, also wir kriegen langsam, aber sicher hier so einen ganz kleinen Einblick in diese Problematik hier. Da scheint wohl dieses Mädchen irgendwie, wie auch immer, sich dem Institut zum Feind gemacht zu haben. Und das Institut, wie man es halt kennt, hat nicht lange gefackelt. Und diese Stadt hier wahrscheinlich in Brei verwandelt oder so ähnlich. Ja, und jetzt hat sich diese Stadt natürlich gegen das Mädchen aufgelehnt. Kann man natürlich irgendwo ein bisschen nachvollziehen. University Credit, da wollen wir nochmal eben reinschauen. Gucken wir mal, was wir hier finden. Da wollte ich gerade sagen, hier wird's sicherlich die städtische Bank gewesen sein. So sieht's auch aus. Hier ist Vorkriegsgeld. Sind das H-Klammern hier unten? H-Klammern. Bisschen Munition, bisschen Vorkriegsgeld. Boah. Ja, nichts Wildes. Schauen wir mal hier noch. Plastikschale. Schauen wir mal, was hier unten sich noch rumtreibt. Auch nicht mehr besonders viel. Öffnen das Sicherheitstor. Was haben wir hier? Oh, eine Nuka-Cola, eine Nuka-Cherry, noch eine Nuka-Cola. Das nehme ich immer mit. Obwohl das echt eine harte Umgewöhnung ist, ne, von Fallout 3 zu Fallout 4. In Fallout 3 war Nuka-Cola noch so ziemlich... Du kannst die Knarre wahrscheinlich wegstecken. Hey. Hier sind wir wohl sicher. Ja, so ziemlich das... Schon erledigt. ...nützlichste Getränk, was man so finden konnte. Keine Verstrahlung, hoher Heilungsanteil, ja, und das sieht hier natürlich anders aus. Ich meine, heilen tut's einen immer noch, aber bei weitem nicht mehr so effektiv und natürlich auch nicht ohne Strahlung. Das ist ein Problem, muss man mal ganz klar so sagen. So, Nick, ja, wenn du es hast, dann wäre ich dir verbunden, wenn du Platz machen könntest. Ich würde da gerne rein, Schätzelein. Los, los. Bitte. Danke. Tresorraum, Steuerungsterminal benutzen. Ja, Nick, also mach keinen Platz. Also ich mach das schon. So, okay, Tür auf. Mach schon. Mach schon. Oh, da ist bestimmt irgendwas Ekelhaftes drin. Nee, nichts drin. Gut, dann hoffen wir mal, dass hier irgendwas Schönes drin ist. Okay, Brahmenfleisch. Ja, ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt für Brahmenfleisch hier diesen Tresor gefunden habe. Ah. Aber ein paar ungeöffnete Safes sind hier drin. Und ungeöffnete Safes könnten natürlich interessantes Zeug beinhalten. Patronen. Vorkriegsgeld. Das gefällt mir schon mal gut. So, dann schauen wir mal hier. Red Away können wir auch mitnehmen. Hier ist ein Meister-Safe. Okay, Meister-Safe. Da muss ja eigentlich jetzt... weiß der Geier was drin sein. So, hier nicht. Also da gibt es wirklich nur jetzt einen ganz kleinen Spielraum bei Meister. Hier. Okay. Geschafft. Patronen, Vorkriegsgeld. Da ist auch noch ein bisschen Vorkriegsgeld drin. Schauen wir mal. Da sieht man so schnell gar nichts, ne? So, Vorkriegsgeld. So, okay. Die sind alle aufgebrochen. Jetzt schauen wir mal hier auf der Seite. Hier haben wir eine Munitionskiste. Hier haben wir Vorkriegsgeld und einen Kronkorkenvorrat. Also, weiß nicht. Entweder war da jemand sehr vorausschauend und hat da schon mal Kronkorken gesammelt in
weiser Voraussicht, dass das irgendwann mal die Währung werden würde, oder? Ja, der hatte einfach einen Haufen Glück. So, noch ein Meister-Safe. Also für Meister, da erwarte ich mir aber auch ein bisschen was Nützlicheres, muss ich sagen. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht gerade von diesem Meister-Safe gewesen. Jetzt schauen wir mal hier. Gut, aber Geschafft. das ging eigentlich recht schnell. Was ist das denn? Knopf aktivieren. Aha. Da schau sich das mal einer an, was wir hier noch finden. Das ist ja mal höchst interessant, würde ich sagen. Das hat zwar nichts, aber auch gar nichts mit unserer aktuellen Quest zu tun, aber das hier ist zum Beispiel ein Ort, den habe ich noch nie gesehen. Und das sind so Sachen, die ich an Fallout einfach liebe, dass man hier Sachen finden kann, die ja vielleicht gar nicht zum Finden so richtig vorgesehen sind. Ja, also doch, natürlich, aber von denen, die vielleicht nicht alle Leute finden. Was ist das denn hier? Bunsenstativ. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Prototyp ab 77 grenzenloses Potenzial. Unbegrenzte Magazinkapazität. Na, wenn wir das ein bisschen aufgewertet kriegen, dann haben wir da aber mal sowas von schick. So, dieses Laborterminal, das werden wir natürlich benutzen. Schauen, was da so drin steht. Forschungsaufzeichnungen, das werde ich lesen. Geheime Inhalte, Eindämmungsprobleme. Der Fortschritt des Projekts war bisher schleppend, da der Dekan Professor Campbell überwachen lässt, um zu erfahren, wo sich das Labor befindet. Curtis brachte das Thema zur Sprache, uns uneingeschränkten Zugang zum Labor zu gewähren. Doch Professor Campbell sagte, dass er erst dafür sorgen muss, dass alles eingerichtet und sicher ist. Bislang hatten wir Schwierigkeiten, die Plasmonstreuung des Elektronenstrahls einzudämmen. Ich habe die Berechnungen des Professors erneut überprüft und sie scheinen zu stimmen. Aber sie lassen sich in unseren Experimenten nicht reproduzieren. Verbesserte Streuungsmuster. Wir erzielen viel größere Fortschritte, da Curtis und ich das Labor jetzt vollständig nutzen können. Meine Eltern denken, dass ich bei der Kreditunion arbeite. Sie haben mich dazu gedrängt, ins Bankgeschäft einzusteigen. Wenn sie wüssten, dass Mr. Rivera ein verdeckter Sergeant ist, würden sie durchdrehen. Unsere Ergebnisse bei der Eindämmung der Plasmonen sind viel besser, seit wir den Elektronenstrahl auf rund 200 Nanometer gebündelt haben. Die Streuungsmuster zeigen eine bessere Gruppierung im Kathodoluminenzdiagramm. Für die Reaktorsicherheit wird es wohl nicht ausreichen, aber vielleicht können wir den Energieverbrauch für kleine Industrieanlagen oder Waffen verbessern. Nicht zu fassen, dass Professor Campbell meinen Geburtstag als Passwort benutzt hat und Curtis es nicht auswendig wusste. Ja, das ist wohl frech. Was ist los? Ich weiß nicht, was dort draußen los ist. Curtis und ich sind Samstag sehr früh hergekommen, denn wir wollten mit den Experimenten für den Tag rechtzeitig fertig werden, um vielleicht noch ins Kino zu gehen, als wir die Sirenen hörten. Eine Art elektromagnetischer Puls hatte einige Minuten lang die Stromzufuhr unterbrochen und Sergeant Rivera sagte uns, wir sollten das Labor erst verlassen, wenn er uns dazu auffordert. Aber das ist schon 3 Tage her und wir hören immer noch Explosionen. Professor Campbell sollte mittags eigentlich zu uns stoßen, ist aber nicht aufgetaucht und unsere Freunde und Eltern sind auch dort draußen. Curtis sagt, dass alles in Ordnung ist, aber ich sehe in seinen Augen, dass er nur versucht, nicht durchzudrehen. Fortsetzung der Forschung. Laut dem Datum auf dem Terminal sind wir seit einigen Wochen hier. Eine Explosion hat den Tunnel zur Parkgarage zerstört. Gerade als ich meinen letzten Protokolleintrag gemacht hatte. Es ist ruhiger, doch alle paar Stunden hören wir Explosionen. Wir haben uns entschieden, die Forschung so gut wie möglich fortzusetzen. Wenn wir uns im Krieg befinden, könnte es hilfreich sein. Falls es sonst nichts bringt, hilft es uns wenigstens, die Zeit zu vertreiben. Ich habe darüber nachgedacht, den Winkel des Parabolspiegel zu verändern und den Elektronenstrahl noch weiter zu bündeln, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Professor Campbell hat im Labor ausreichend Lebensmittel und Wasser gelagert, sodass wir hier noch ein paar Wochen durchhalten dürften. Zeit zu gehen.
Der kleine Maßstab scheint die richtige Richtung zu sein. Wir haben die Wellenlänge auf rund 75 Nanometer verkürzt und eine ziemlich eindrucksvolle Erfassungsrate erzielt. Beide Prototypen laufen mit viel höheren Kapazitäten. Vor einigen Tagen sind uns die Lebensmittel ausgegangen und wir haben nur noch ein paar Dosen mit Wasser übrig. Also haben wir keine andere Wahl, als das Labor zu verlassen. Wir wissen nicht, was uns dort draußen erwartet oder ob noch jemand lebt. Wir haben uns entschieden, einen der Prototypen hier zu lassen, falls es Professor Campbell rausgeschafft hat, damit er weiß, dass wir ihn fertigstellen. Vielleicht ist es auch vergeblich, aber Curtis hat mir zugestimmt. Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte, falls es dort draußen noch etwas gibt. Ich habe ja gesagt. Okay. Gut, ja, das war ja jetzt wenigstens mal interessant, hat zwar auch jetzt nichts wirklich mehr gebracht, aber jetzt kennen wir zumindest die Geschichte zu unserem neuen Prototypgewehr und ich würde sagen, ein kurzer Schnitt und dann erkunden wir mal den Tunnelgang hier. Bis dann, ciao.